Herzlich willkommen zu Anja on Air mit unserem Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Ralf Brinkhaus. Ralf, es ist wunderbar, dass du dir heute Zeit nimmst für unsere Anja on Air-Veranstaltung. Ja, liebe Anja, ich bin auch gerne gekommen, auch als kleines Dankeschön für dein überragendes Engagement im Bereich Klimaschutz und was du da auch erreicht hast als Beauftragte für Klimafragen auch in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und nächste Woche machen wir noch ein neues Klimagesetz. Und ich denke mal, dann haben wir in den letzten 4 Jahren mehr erreicht, bei allem Respekt, als viele Bundesregierungen davor zusammen. Da hast du absolut recht. Und das Klimaziel 2020 haben auch wir erreicht. Und das sollten wir wirklich ganz oft auch in der Öffentlichkeit klarstellen. Ja, dann kommen wir zum Thema der heutigen Veranstaltung. Kickstart aus der Krise. Braucht es eine Reform von Politik und Verwaltung? Das ist ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Die Corona-Krise hat ja gezeigt, wir müssen den Staat fitter machen für Krisen wie Naturkatastrophen und Pandemien. Und deshalb forderst du, lieber Ralf, ja eine grundlegende Reform der deutschen Verwaltung. Du bezweifelst, dass die staatlichen Strukturen noch komplett in diese digitale Welt des 21. Jahrhunderts passen und sagst, wir brauchen eine Jahrhundertreform, eine Revolution. Wie genau stellst du dir das vor? Ja, also Revolution ist für einen Unionspolitiker schon mal ein ganz komisches Wort, aber trotzdem. Ich glaube mal, wir sind in vielen Bereichen in Deutschland gut aufgestellt. Das hat uns auch durch die letzten Jahre getragen. Übrigens Stichwort Gesundheitssystem, was sehr leistungsfähig ist, auch durch die Krise getragen, durch die Pandemie jetzt. Aber das ist jetzt irgendwo auch am Ende. Das heißt, wenn es gut bleiben soll in Deutschland, da muss sich ganz, ganz viel ändern. Deswegen sagen wir Neustart mit Doppel-A, damit Gutes bleibt. Und da gibt es unseres Erachtens ganz kurz 4 Bereiche, damit wir in die Diskussion einsteigen können. Der erste Bereich ist überhaupt der grundsätzliche staatliche Aufbau zwischen Bund, Länder und Kommunen. Keine Angst, ich will den Freistaat Bayern nicht abschaffen. Das wäre auch suizidal in einem Gespräch mit dir. Sondern es geht darum, dass jede Ebene wieder ihre klaren Aufgaben kriegt und dann auch dafür verantwortlich ist. Beispiel beim Kita. Da mischt die Kommune mit, da mischt der Freistaat mit, da mischt der Bund mit, dann gegebenenfalls noch der Träger. Hinterher weiß keiner mehr, wer dafür zuständig ist. Oder eine Frage, die wir nach der Pandemie jetzt dringend beantworten müssen. Was hätten wir eigentlich besser machen können, um die Menschen in den Altersheimen zu schützen? Und wer wäre dafür verantwortlich gewesen? Und damit geht es gar nicht um so ein Blame and Shame, wer hat jetzt irgendwelche bösen Dinge gemacht, sondern es geht einfach um eine größere Klarheit. Dazu gehört, dass wir beiden, Anja, auch weniger Gesetze machen. Wir haben jetzt 400 in dieser Legislaturperiode gemacht. Das ist kein Leistungsausweis, sondern weniger und besser wäre da mehr gewesen. Dass wir mehr darauf achten, dass die Gesetze auch umgesetzt werden. Wir haben ganz viel Geld für die Digitalisierung der Schulen bereitgestellt, die gesetzlichen Möglichkeiten geschaffen, aber das Geld fließt nicht so ab, wie wir uns das entsprechend vorstellen. Also mehr auf die Umsetzung achten. Und ich denke mal, dann kriegen wir da auch eine Menge hin. Zweiter großer Block ist interne Verwaltung. Ich hasse es, wenn auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung geschimpft wird. Die sind nicht schlauer und nicht dümmer als die Leute, die in der Privatwirtschaft arbeiten. Die sind auch genauso leistungsbereit und genauso wie es da Herausragende gibt, gibt es da auch Luschen. Das ist überall so im Leben. Außer natürlich in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Gibt es nur Herausragende? Nee, da haben wir auch eine unterschiedliche Verteilung. Und deswegen kommt es darauf an, dass die sich optimal entfalten können. Dass sie nicht immer das Verwaltungsgericht im Hinterkopf haben. Dass sie nicht immer 10 Hierarchiestufen irgendwo Unterschriften einsammeln müssen, wenn irgendwas passiert. Dass sie auch ein bisschen flexibler befördert werden können und leistungsorientierter bezahlt werden können. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man interne Verwaltung beschleunigt. Weniger Vorschriften bei der Planung von Projekten, weniger Vorschriften bei der Vergabe von Projekten. Ganz, ganz viel zu tun. Dritter Bereich ist die Digitalisierung. Wir sind in vielen Sachen Weltspitze. Ich hoffe, im Fußball jetzt auch Europaspitze, wird sich morgen Abend zeigen, wie das gegen die Franzosen ausgeht. Aber in einigen Bereichen sind wir echt nicht gut. Und das ist der Bereich Digitalisierung der Verwaltung. Die Faxe in der Pandemie, die sind Legende, aber die sind leider Wahrheit. Und deswegen muss da eine Menge passieren. Das muss Chefsache werden. Dafür brauchen wir Digitalisierungsteams. Dafür brauchen wir mehr IT-Fachleute in der Verwaltung. Und dafür brauchen wir auch eine konkrete Vision. Also wie zum Beispiel im Online-Zugangsgesetz, mehrere hundert Verwaltungsdienstleistungen online. Dazu brauchen wir aber auch, und das muss ehrlicherweise dazu gesagt werden, einen anderen Zugang zum Thema Datenschutz.
Datenschutz ist für uns als Unionsfraktion wichtig. Aber Datenschutz ist kein Superrecht, was über anderen Grundrechten steht. Und wenn wir, Anja, die Diskussionen führen, dann ist es so, dass da oft gesagt wird, das geht aus Datenschutzgründen nicht. Sagen wir aber, das ist doch fürs Gesundheitsmanagement wichtig. Das ist doch für den Verkehr wichtig. Und das ist für andere Bereiche wichtig. Er sagt, nee, Datenschutz steht über allem, wird verteidigt von 16 Datenschutzbeauftragten in den Ländern und von einem Bundesdatenschutzbeauftragten. Kann man sich ja auch mal die Frage stellen, warum ist Datenschutz in Bremen anders als in Schleswig-Holstein? Also ich denke mal, da müssen wir eine Menge tun. Der letzte große Bereich, und da haben wir wirklich Bedarf, ist Katastrophenschutz. Also bei dir im Landkreis super aufgestellt. Kann man den Chefkatastrophenschützer 2 Uhr nachts aus dem Bett holen? Flugzeugabsturz nahe Schweinfurt, der weiß in 5 Minuten, was zu tun ist, wen er zu benachrichtigen hat. Die haben das jedes Jahr mindestens einmal geübt. Die wissen genau, wie das Zusammenspiel ist zwischen Roten Kreuz, Feuerwehr und Wasserwacht, DLRG, um was es da alles irgendwo gibt. Ja, auf Bundesebene, Pandemie, war der Vorlauf ein bisschen länger als 2 Uhr nachts wach werden. Und keiner, inklusive des Deutschen Bundestags, wusste, was zu tun ist. Wir wussten ja noch nicht mal, was machen wir denn jetzt, wenn wir alle infiziert sind? Sind wir dann überhaupt noch beschlussfähig? Und die Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die hätte viel, viel besser sein können. Die Abstimmung innerhalb von Europa, zum Beispiel mit unseren tschechischen Nachbarn, hätte viel, viel besser sein können. Da hätten wir uns viel, viel Leid erspart. Und deswegen müssen wir da auch ansetzen. Das sind die 4 Punkte. Die wollen wir in unser gemeinsames Wahlprogramm reinbringen. Und die wollen wir dann nach der Bundestagswahl umsetzen. Teilweise haben wir da schon gute Dinge gesät. Registermodernisierung, Onlinezugangsgesetz, Stärkung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Aber da muss jetzt richtig Gas gegeben werden. Und das ist das große Thema der nächsten Legislaturperiode. Wir beiden sind uns einig. Ein großes Thema in der nächsten Legislaturperiode ist der Kampf gegen den Klimawandel. Wir sind uns auch einig. Ein zweites ist, unsere gut bezahlten Arbeitsplätze in Deutschland durch diese Transformationszeit wettbewerbsfähig durchbringen. Und das dritte ist moderne Verwaltung. Und da müssen wir ran. Ja, vielen Dank, Ralf. Das waren schon ganz, ganz wichtige Punkte. Was ich glaube, ist, dass auch in der Krise wirklich Macher gefragt sind. Auch kommunale Mandatsträger, die wirklich das Heft des Handelns in die Hand nehmen und die dann auch nicht eingeschränkt werden durch zu viel Bürokratie. Und deswegen sprichst du ja auch gern von einem Entfesselungspaket, von Planungsbeschleunigung, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, Entbürokratisierung, auch beim Beschaffungs- und Vergabewesen mehr Entbürokratisierung. Und auch die Bürgerbeteiligung muss dennoch garantiert sein und bewerkstelligt werden. Und da ist natürlich auch der Bundestag ganz, ganz wichtig. Am Anfang hieß es immer, dass wir uns zu wenig, sagen wir, dass wir zu wenig befragt werden, obwohl wir uns in wirklich ganz, ganz vielen Debatten mit dem Corona-Thema befasst haben. Als es dann auch die Diskussion um die Bundesnotbremse gab und vorher auch schon ums Infektionsschutzgesetz und wie den Rahmen auch geschaffen haben, war auch wieder Kritik da. Also letztendlich ist auch der Bundestag in der Verantwortung, den Rahmen zu geben, was wir machen. Aber ich glaube, wie gesagt, es braucht auch Macher vor Ort und die müssen die Möglichkeiten dazu haben. Vielleicht dazu noch mal kurz. Also die Macher vor Ort sind großartig. Ich komme aus einem Landkreis, wo wir das größte pandemische Einzelereignis in Europa gehabt haben. Sie werden sich vielleicht an den Tönnies-Lockdown erinnern, wo da mal so eine ganze Großschlachterei infiziert war oder zumindest ein erheblicher Teil davon. Und ich habe das gesehen, die Macher vor Ort sind unglaublich gut. Ja, insbesondere auch, wo diese Schnittstelle Ehrenamt, Hauptamt ist, ob das jetzt zum Feuerwehr war, ganz, ganz tolle Unterstützung auch von der Bundeswehr. Das muss man an der Stelle auch sagen. Und die wussten auch sofort anzupacken, aber die brauchten natürlich die Hilfe, die brauchten die Unterstützung von der Bundesebene. Und das hat dann auch geklappt, aber es hat ein bisschen gedauert. Das hätte alles automatisch passieren können. Insofern müssen wir da besser werden. Aber wir brauchen natürlich auch in den anderen Bereichen die Macher vor Ort. Das ist überhaupt keine Frage. Also ich meine, wir haben tolle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder in Bayern auch Oberbürgermeister. Ich glaube, bei euch haben wir ein bisschen mehr Oberbürgermeister als bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und Landräte, und denen muss man die Möglichkeit geben. Und die haben schwer. Die haben es auch deswegen schwer, weil sie natürlich bei all dem, was sie machen, im Hinterkopf haben, oh, da verklagt mich jetzt jemand vor dem Verwaltungsgericht oder da macht jetzt jemand dieses oder jenes. Und die brauchen einfach unsere Unterstützung und die brauchen mehr Flexibilität. Ja, vielen Dank, auch nochmal für dieses Thema. Jetzt würde ich gerne auf das nächste Thema gehen, das du schon angeschnitten hast. Zukunft und auch die Klimapolitik und den Klimaschutz.
Diese Krise wird einschneidende Veränderungen bewirken, aber es gibt auch die nächste große Herausforderung, beziehungsweise die ist eigentlich schon in der Gegenwart da, die große Herausforderung des Klimawandels. Und mein Ziel ist immer, dass wir aus der gegenwärtigen Corona-Krise gestärkt herauskommen, dass wir nachhaltiger, dass wir noch effizienter, dass wir klimafreundlicher herauskommen. Und damit uns das gelingt, haben wir ja auch das Konjunktur- und Innovationszukunftspaket letzten Sommer aufgelegt. Das war ein Thema, das dir auch ganz besonders am Herzen lag und liegt, weil wir einfach mit Innovationen diese Herausforderung auch bewältigen. Es ist ein kraftvoller Aufschlag zusammen mit den Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm, aus dem Klimaschutzpaket, im Maßnahmenprogramm darin sind es insgesamt 80 Milliarden Euro in innovative und klimafreundliche Technologien. Wie stellst du dir ganz konkret diesen Weg vor und was sind in dem Bereich deine Schwerpunkte? Naja, was sind unsere Schwerpunkte? Weil da hast du ja kräftig dran mitgearbeitet und auch kräftig die Impulse gesetzt. Stimmt, ja. Ich gebe da ein Beispiel. Wir haben jetzt beim Kampf gegen den Klimawandel zwei Möglichkeiten. Wir lassen bestimmte Sachen sein oder wir machen sie klimaneutral. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben sehr viele energieintensive Industrien. Wir haben chemische Industrie auch in Bayern, ganz stark im Rhein-Main-Gebiet, in vielen, vielen anderen Gebieten. So, die brauchen halt viel Energie. Oder die Zementindustrie oder auch andere. So, jetzt können wir so wie die Pharisäer in der Bibel das so machen und können sagen, also das verbieten wir in Deutschland und damit haben wir da nichts damit zu tun. Wir verbrauchen ja trotzdem noch chemische Produkte oder Zement oder sonst was. Der wird dann woanders hergestellt, unter viel, viel schlechteren Bedingungen fürs Klima. Und deswegen müssen wir das so hinkriegen, dass sowas auch weiter in Deutschland möglich ist. Dafür brauchen wir regenerative Energien. Und da führen wir beide zum Beispiel einen Kampf um Wasserstoff. Weil Wasserstoff eine Sache ist, die, das sagt uns auch die chemische Industrie, grüner Wasserstoff kann helfen. Übrigens auch in der Übergangsphase nicht ganz so umweltfreundlicher blauer Wasserstoff, weil wir ja die Technologie auch entsprechend umstellen müssen. Dafür müssen wir aber undogmatisch sein. Es gab zum Beispiel ganz, ganz viele Leute aus der Klimabewegung, die gesagt haben, nein, wir machen nichts mit Wasserstoff, weil erneuerbare Energien, die in Deutschland hergestellt werden, viel zu kostbar sind, um sie mit Effizienzverlusten in Wasserstoff umzuwandeln. So viele Windmühlen können wir gar nicht bauen. Das stimmt. Aber undogmatisch bedeutet, wir können diesen Wasserstoff, diesen grünen Wasserstoff auch importieren. Aus Ländern, die erneuerbare Energien im Überfluss haben. Für die kann das sogar ein Geschäftsmodell sein. Das heißt, viele Staaten, auch in Schwellenländern, die kein Öl und keine Rohstoffe haben, könnten gegebenenfalls erneuerbare Energien produzieren. Und jetzt wird eine Double-Win-Situation oder eine doppelte Gewinner-Situation für uns daraus. Erstens, wir importieren momentan auch Rohöl und Kohle, da stört sich auch keiner dran. Ja? Erstens, wir können unsere energieintensiven Energien dann entsprechend weiter betreiben. Übrigens auch kleiner Effekt, auch für dich im Wahlkreis, ohne neue Stromleitung, weil wir die Energie in Form von Wasserstoff transportieren. Ja, das heißt also, wir können unsere energieintensiven Industrien weiter betreiben. Und die zweite Sache ist, irgendjemand muss die Anlagen ja herstellen, wo man Wasserstoff produziert. Und deswegen sagen wir, wir brauchen jetzt große, große Versuchsanlagen in Deutschland. Wir müssen die Technik beherrschen. Und vielleicht exportieren wir dann nicht mehr ganz so viele Autos, tun wir eh nicht, weil die mittlerweile auch in China hergestellt werden, ja, sondern wir exportieren mit unserer Kraft des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Verfahrens- und Prozesstechnik dann Wasserstofftechnologien. Und das ist der Ansatz und so glauben wir beide zumindest, Anja, dass man aus diesem Thema Kampf gegen den Klimawandel für die deutsche Wirtschaft ein ganz großes Gewinnerthema machen kann. Auf jeden Fall. Mit Innovationen kommen wir da auf jeden Fall voran. Und Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft, ein Schlüsselrohstoff. Und mein Ziel ist es auch, dass wir bei all diesen Innovationen wirklich führend sind. Und dann haben wir auch wirtschaftlich einen großen Vorteil. Wenn man jetzt in die USA blickt, wenn Joe Biden 2 Billionen US-Dollar in saubere Energien, in Umweltinnovationen steckt, dann heißt es für uns auch, das sind knallharte Wirtschaftsfragen, ob wir bei den Themen dabei sind oder ob wir nicht dabei sind. Und da geht es auch um Arbeitsplätze, da geht es auch um Erhalt von Wohlstand. Und ich finde den Satz auch gut, Klimaschutz geht nicht gegen die Wirtschaft. Wir kämpfen für gute Rahmenbedingungen, gerade auch wieder in den Verhandlungen mit der SPD an der Stelle, was die CO2-Bepreisung auch angeht. Aber ohne Klimaschutz wird es meiner Meinung nach auch kein wirtschaftliches Wachstum
geben und keinen Wohlstand geben, weil wir uns bei diesen Technologien wirklich auch an die Spitze setzen müssen. Ja, jetzt würde ich noch kurz, hast du Zeit, so 12, 13 Minuten, würde ich ganz gern noch mal aus dem Chat schauen, was da für Fragen unterwegs sind und welche Fragen auch schon eingereicht wurden. Und zwar Klaus-Dieter Straub, er ist Polizeibeamter. Er hat eine Frage gestellt zur Reform des Föderalismus. Er sagt, seit Jahren steht eine Reform der Bundesländer aus. Er ist der Meinung, 16 Bundesländer sind 8 zu viel. Die Einsparungen würden mehrere Milliarden pro Jahr betragen. Und deswegen ist er der Meinung, eine Zusammenlegung ist sinnvoll. Und ich habe noch eine zweite Frage, die ich gleich anfügen möchte, ist auch für eine Reform des öffentlichen Rundfunks. Er ist da auch der Meinung, dass gerade die öffentlichen Rundfunksender stärker reformiert werden. Es gibt ja auch die dritten Programme. Was ist deine Meinung dazu? Es gibt da auch eine Position des MIT dazu, hatten wir jetzt gerade auch wieder in der Diskussion mit Carsten Linnemann gehört. Und vielleicht kannst du einfach ganz kurz die zwei Fragen beantworten und dann schaue ich weiter in den Chat, welche Fragen noch auftauchen. Naja, mit dem Föderalismus, das ist schon eine ganz berechtigte Frage. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Nein, das wissen nicht alle, aber ich weiß es, weil ich mich seit Jahren mit den Bund-Länder-Finanzbeziehungen kriege. Ganz viele Bundesländer kriegen Geld vom Bund, weil sie eigentlich zu klein sind, um sich selber als Bundesland entsprechend mit den Verwaltungsstrukturen zu organisieren. Das sind, glaube ich, mittlerweile mehr Bundesländer, die das kriegen, als die das nicht kriegen. Das zeigt natürlich, dass wir dort Ineffizienzen haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich aber auch so, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, dass wir in einer Situation sind, dass das Kern des Grundgesetzes ist, dass die Bundesländer unantastbar sind, es sei denn, sie entscheiden selber in einer Volksabstimmung, dass sie sich hier irgendwo fusionieren. Das hat mit Berlin-Brandenburg, die Älteren werden sich erinnern, vor einigen Jahren überhaupt nicht geklappt, die wollten das nicht. Ich glaube, das letzte Mal, dass das geklappt hat, war, als Baden-Württemberg, Hohenzollern und Württemberg, Nordbaden dann zusammengelegt worden sind zum Bundesland Baden-Württemberg. Das ist in den 50er Jahren gewesen. Deswegen hat wahrscheinlich keinen Zweck, wenn die Bremer selbstständig bleiben wollen, ist Kern des Grundgesetzes, bleiben sie selbstständig. Was wir denen aber nicht durchgehen lassen, ist, dass sie nicht kooperieren, dass sie nicht Sachen zusammen machen, dass sie einheitlicher sind. Ich bin ein großer, großer Freund davon, dass die Länder weiter für Bildung zuständig sind. Aber ehrlich gesagt, die könnten sich mal auf eine einheitliche Lehrerausbildung einigen. Ja? Dass alle Abschlüsse, egal ob man in Schleswig-Holstein oder in Sachsen-Anhalt studiert hat oder in Bayern, dann auch entsprechend anerkannt sind. Die könnten sich auf einheitliche Schulformen einigen und die könnten sich auch mal ein bisschen mehr darüber einigen, also wie man Lehrpläne und sonstige Sachen gemeinsam macht. Also insofern gibt es da eine Menge Effizienzpotenziale, die es zu heben gibt und das ist dann realistischer als Bundesländer abzuschaffen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Naja, jetzt könnte ich es mir einfach machen. Wer berichtet manchmal nicht so gut über mich, wie ich mir das wünsche und könnte sagen, ja, also jetzt schaffen wir das ab. Ich glaube, der öffentliche rechtliche Rundfunk hat Stärken, der hat aber auch Schwächen. Die Stärken bei uns in Nordrhein-Westfalen sind ganz stark die regionalen Fenster. Da machen die sehr, sehr viel. Es wird bei uns im Gegensatz zu Bayern, da weiß ich, da gibt es privates regionales Fernsehen, wird es das nicht geben. Ich finde auch solche Sachen wie Phoenix, wie Arte. Also ich denke, das macht auch alles irgendwo Sinn. Öffentlicher Rundfunk ist natürlich auch deutsches Auslandsfernsehen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, man muss es nur mit Maß und Mitte machen. Und da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, und jetzt bin ich mal sehr vorsichtig, bei allem Respekt für die Leute, die da arbeiten, schaut, dass man es etwas schlanker hinkriegt. Das wäre eine Sache, die ist gut. Und ich glaube, ein Automatismus mit Gebührenerhöhungen ist nicht gut. Und vielleicht wäre es auch möglich, sage ich auch ganz vorsichtig, dass man die sechste oder siebte Radiowelle, die man dann hat, mal abschaltet. Und dass man auch im Bereich der dritten Programme mehr kooperiert. Und ich glaube auch persönlich, so bestimmte Trash-Show-Formate, die muss ich nicht mit öffentlich-rechtlichen Gebührengeldern finanzieren, sondern da geht es ja wirklich darum, was Anspruchsvolles zu machen. Und ich würde mir auch wünschen, und jetzt bin ich auch durch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn dort an der einen oder anderen Stelle, und das sage ich jetzt auch ganz vorsichtig, mehr neutral informiert würde, als Meinung gemacht würde. Ja, und insofern gibt es da noch eine Menge zu diskutieren. Ja, vielen Dank. Also da vielleicht meine Meinung dazu. Also ich glaube, dass sehr viel Komfort in den Mediatheken steckt.
Und ich finde, da muss ich jetzt wirklich meine Lanze brechen, auch für den öffentlichen Rundfunk. Da hat die ARD und auch das ZDF viel mehr Komfort auch geschaffen, dass man immer on demand schauen kann, dass man Nachrichten eben auch dann gucken kann, wann man die Möglichkeit dazu hat und dass auch zusätzliches Angebot in den Mediatheken geschaffen wurde. Und die Zusammenarbeit zwischen den dritten Programmen, die hast du angesprochen, die finde ich wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es wiederum, das weiß ich jetzt aus fränkischer Perspektive, dann auch mal wichtig, dass man auch die verschiedenen regionalen Regionen auch abbildet, weil die wollen sich wiederfinden, da wollen sich auch die Franken wiederfinden und dass nicht nur über die Südbayern berichtet wird. Das ist uns wieder wichtig. Aber Reformen ja, aber ich finde schon, dass der öffentliche Rundfunk, dass die auch schon eine wichtige Rolle spielen. Auch es wird ja auch immer von der Macht der Medien gesprochen und welche wichtige Funktion auch die Medien im Staatssystem haben. Und das wird, finde ich, dort auch ganz gut erfüllt. Aber Reformen, da bin ich auf jeden Fall offen. Ja, jetzt springe ich noch mal auf ein Thema zurück, das wir vorhin andiskutiert haben. Wir haben über das Klima- und Konjunkturpaket gesprochen und über Innovationen. Aber ein Fragesteller, und zwar der Job van Zattelhoff, der auch regelmäßiger Teilnehmer von unseren Anja und Er Veranstaltungen ist, der möchte natürlich schon noch mal auf die brennende Frage zurückkommen, wie wir denn die Wege in der Klimapolitik beschreiben. Und ein Instrument von uns neben Klimaschutzgesetz und Innovationen und Anreize und Unterstützung und Förderung ist, dass wir ja auch für eine moderate CO2-Bepreisung sind, mit gleichzeitiger Entlastung der Menschen. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, über die Entlastung beim Strompreis, beim Wohngeld und auch bei der Pendlerpauschale. Aber bevor ich jetzt die Frage selber beantworte, möchte ich dich natürlich nochmal dazu fragen, weil du wirst ja auch im Morgenmagazin dazu befragt. Also er sagt, Benzin wird auch mit der Union teurer, Fragezeichen. Oder wo ist da der Unterschied? Naja, also ich meine, die erste Voraussetzung, um erfolgreich Politik zu machen, ist ehrlich zu sein. Und wir haben bereits 2019 beschlossen, gemeinsam beschlossen, übrigens auch mit der SPD, die da jetzt nichts mehr von wissen will, dass wir eine CO2-Bepreisung auch im Bereich Benzin entsprechend einführen und auch im Bereich Wärme. Das heißt also für die Sachen, die zu Hause verheizt werden. Und wir haben uns bewusst für einen Weg entschieden, wo wir ganz, ganz langsam mit der Bepreisung, mit der Steigerung der Preise einsteigen. Es wird aber so, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehntes, da werden wir das handeln. Da werden wir sagen, okay, für den Bereich Mobilität dürfen noch so und so viel 100.000 Tonnen CO2 ausgestoßen werden und diese so und so viel 100.000 Tonnen, die werden versteigert. So, und wenn jetzt keiner mehr irgendwie CO2 ausstößt, weil wir Elektrowasserstoffautos oder sonstige Sachen haben, dann ist das so, dann bleibt das auch billig. Aber wenn das alle das haben wollen, dann ist es so auf dem Markt, dann wird es sehr teurer. Und deswegen ist es so, dass Benzin aller Voraussicht nach in der zweiten Hälfte des Jahrzehntes teurer wird. Der Unterschied zwischen uns und den Grünen ist aber, dass wir einen Weg dahin definieren. Erstens, wir entlasten also dadurch, dass wir beispielsweise den Strompreis senken. Wir entlasten jetzt auch in der ersten Phase dadurch, dass wir die Pendlerpauschale anheben, bei der CSU auch ganz besonders wichtig. Und das Zweite ist, wir geben den Menschen die Möglichkeit, sich in einer angemessenen Zeit umzustellen. Ganz einfache Erklärung. Wenn ich sage, ab morgen wird Benzin sehr teuer, und dann sind alle Leute angeschmiert, die sich gerade ein Auto gekauft haben oder sich gerade kein Auto leisten können, weil die können jetzt nicht sagen, ich kaufe mir ein Auto, was einfach 2 Liter weniger braucht, so damit die Preiserhöhung keinen Unterschied macht. Aber was wir wollen ist, wenn die sich im gesamten normalen Investitionszyklus in 3, 4, 5, 6 Jahren ein neues Auto kaufen, dann möchten wir schon, dass sie sich ein Auto kaufen, was etwas sparsamer ist als heute. Und im Übrigen, wer jetzt sagt, diese Autos gibt es nicht, die wird es dann geben, weil die Automobilindustrie sehr, sehr schnell ist, sich anzupassen. Wir haben, Anja, die Gespräche geführt mit der Automobilindustrie vor 3 oder 4 Jahren, Elektromobilität. Um Gottes Willen, wie schwierig war das, ja? Und jetzt überbieten sie sich alle, Mercedes, VW, BMW, mit Angeboten. Die können das, die kriegen das auch hin. Das werden zwangsläufig nicht nur Elektroautos in der Übergangsphase sein, sondern auch noch Verbrenner. Und dementsprechend geht das. Wir machen Förderung der Sanierung von Gebäuden, weil wir genau wissen, dass es Gebäude gibt, da kann ich halt keine Wärmepumpe einbauen. Wenn ich im Fränkischen ein altes Bauernhaus habe, dann habe ich halt eine Ölheizung. Da kann ich auch ein bisschen was helfen, da kann ich auch ein bisschen was tun. Aber da ein KfW, wie heißt das, 30-Standard rauszumachen, das wird schwer möglich sein. Und das ist unser Punkt. Nur
Eine Sache, da sollten wir uns jetzt auch nicht belügen. Und da hatte ich neulich eine Diskussion auch mit jemandem von den Grünen. Da ging es darum, dass sie sagten, ja, das sagte auch, glaube ich, die Kanzlerkandidatin von den Grünen. Ja, natürlich wird Pendeln auch im ländlichen Raum teurer, aber da muss ich halt mehr öffentlichen Nahverkehr dahin bringen. Also ehrlich gesagt, da lache ich mich tot. Also ich denke mal, wenn ich da bei mir im Wahlkreis gucke, bevor zum Haus meiner Eltern, was 4 Kilometer von jedem Dorf entfernt ist, bevor da ein öffentliches Nahverkehrsangebot ist, dass sie auch zu den Ärzten und zu anderen Sachen kommen, da kann ich lange warten. Das wird sich nie rechnen und das wird auch entsprechend nie passieren. Und deswegen sagen wir, Individualverkehr muss auch weiter möglich sein und muss auch weiter bezahlbar sein. Und das ist der Weg des Unterschiedes. Aber was mich jetzt echt stört, ist, dass insbesondere die SPD, die 2019 mit mir am Tisch gesessen hat, eine lange nach dem Kanzleramt, behauptet, ja, also bei ihr wird jetzt Benzin nicht teurer, weil da eine CO2-Preisbelastung drauf ist. Das ist, wie gesagt, das ist, Anja, das steht im Gesetz drin, da müssen die das Gesetz ändern, ja. Absolut, man muss ehrlich sein, aber man kann durchaus die Unterschiede nochmal zusammenfassen und das möchte ich nochmal tun. Die Grünen wollen im Endeffekt früher, höher rauf. Ehrlicherweise wollen sie eigentlich noch höher rauf als die 60 Euro, die jetzt von Annalena Baerbock genannt wurden und das eben früher. Wir wollen Übergangszeiten und wir wollen in diesen Übergangszeiten eben die Menschen konkret unterstützen. Das machen wir mit der Innovationsprämie, du hast es angesprochen, auch mit dem Heizungsaustauschprogramm, das ein Riesenerfolg ist. Wir haben eine Verdopplung, Verdreifachung auch der Anträge. Und wir wollen ganz gezielt das ja auch machen, damit wir auf der anderen Seite entlasten können. Und wenn wir überall jetzt auf Strom umsteigen, ob das bei der Wärmepumpe ist oder beim Elektroauto, dann muss der Strompreis runter. Das ist eine Forderung des Mittelstands und der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen wollen wir die Einnahmen ja genau dafür auch verwenden. Und ich möchte es jetzt auch noch mal ganz konkret ansprechen. Dieses viel zitierte Energiegeld, das funktioniert erstens technisch gar nicht, weil ich nicht von allen Bürgern Deutschlands die Kontonummern habe. Juristisch ist es schwierig. Und du müsstest extra eine Behörde schaffen, um genau 8,30 € im Monat auszubezahlen. Und dieser Betrag sinkt noch über die Zeit. Das ist einfach eine Luftnummer. Wir wollen lieber konkret entlasten über die Instrumente, die ich genannt habe, neben der Strompreissenkung eben auch die Pendlerpauschale, die uns wichtig war, und eben auch das Wohngeld und natürlich auch die Unterstützung des Umstiegs. Und lieber Ralf, es geht ja jetzt auch um das Wahlprogramm und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir noch weitere Steueranreize setzen, an die Steuer, den Klimabonus auch vorgeschlagen für Aufwendungen, die man eben für die moderne Mobilität auch hat, dass man das von der Steuer absetzen kann. Also da sind wir auch noch weiter an weiteren Vorschlägen dran. Und das ist der richtige Weg, weil wir sehen, durch die CO2-Bepreisung haben wir auf EU-Ebene auch die Klimaziele eingehalten. Das wäre jetzt nochmal die Zusammenfassung aus meiner Sicht. Ich habe im Moment keine aktuellen weiteren Fragen. Wir haben ja gesagt, wir nehmen uns mal eine halbe Stunde vor. Die haben wir jetzt genau ausgeschöpft. Ich möchte mich nochmal bei dir auch ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte dir auch mal in diesem Rahmen sagen, dass ich finde, dass du einen super Job machst. Und meine Mutter hat jetzt jüngst erst wieder zu mir gesagt, Mensch, der spricht immer so kraftvoll und er ist rhetorisch so stark und da ist einfach was dahinter. Und das Gleiche hat ihre beste Freundin gesagt. Also diese Resonanz möchte ich dir auch mal zurückgeben. Also du bist da wirklich ein ganz wichtiger Kopf bei uns in der Union und führst unsere Unionsfraktion auch super. Ja, und jetzt habe ich noch eine Schnellfragerunde. Zum Schluss sehe ich gerade, was dir denn am liebsten ist. Das sind jetzt noch ein paar so persönliche Fragen und dann kannst du einfach noch ganz kurz antworten. Das ist noch eine witzige Aktion jetzt fürs Ende. Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. Urlaub in den Bergen oder am Meer? Oberitalienische Seen, tolles Wasser und Berge. Ins Kino gehen oder lieber ein Buch lesen? Das ist schwer. Ich muss zu meiner Schande gestehen, meine Frau und ich streamen leider doch sehr oft. Auch nicht sehr umweltfreundlich. Da müssen wir auch noch mal drüber nachdenken. Über Green IT, ja. Schäuferle oder Grünkohl oder ganz was anderes? Westfälischer Sauerbraten. Ah ja, okay. Nach dem So. Rezept meiner Oma.
Also, das ist natürlich eine rhetorische Frage zum Ende. Scholz oder Baerbock an Platz 2? Also wir machen unser eigenes Ding und dann Ganz gucken wir, mit genau. wem wir unsere Politik am besten verwirklichen können. Also jetzt vor der Wahl irgendwelche Koalitionsauszusagen machen, halte ich für falsch. Wir müssen sehr, sehr viel Stärke haben. Aber Fakt ist, wer keinen linken Kanzler will, egal ob Scholz oder Baerbock, der muss uns wählen. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Aussage. Wir streiten uns ja momentan so ein bisschen auch um einige Wählerstimmen mit der FDP. Jede Stimme für Christian Lindner ist eine Stimme für Frau Baerbock oder Herrn Scholz als Kanzler. Das muss man eindeutig wissen. Und womöglich dann Weil die Ampel am Ende, ja. Genau. Oder eine Links. die Ampel kommt am Ende des Ja, genau. Tages. Und das haben die in Rheinland-Pfalz gemacht, das werden die auch in Berlin machen. Und dementsprechend ist das so, wer einen bürgerlichen Kanzler haben will, der muss uns wählen. Und jede Stimme für die Freien Wähler oder womöglich für nach ganz rechts, das ist eine Stimme für eine Linksmehrheit am Ende. Und wir wollen weder eine Linksmehrheit noch eine Ampel, sondern wir wollen Stabilität. Und das ist mit der Union möglich, mit einer tollen Mannschaft an der Spitze und da zählst du dazu. Vielen herzlichen Dank für die kurzweilige Frage- und Antwortrunde bei Anja und er. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Tolle Geschichte, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dankeschön. Ja, viele Grüße nach Schweinfurt. Tschüss. Tschüss.